Ja, einer dieser Einsatzmeldungen, die man eigentlich nicht so gerne auf seiner Alarmdepesche lesen möchte, versuchter Suizid am Bahnhof. Naja, mein Kollege und ich, wir springen in den RTW, musste ja ein bisschen schneller gehen, weil es stand ja drauf, versuchter Suizid, also noch nicht vollendeter, und ballern zu dem Bahnhof hin. So, wir sehen dann schon ein Fahrzeug der Bundespolizei da unten stehen und gehen in den Bahnhof rein und fragen dann da einen Mitarbeiter, der da unten in diesem Ticketcenter da sitzt und oder haben den dann gefragt, wo müssen wir denn hin? Dann sagt er, ja, gehen Sie mal die Treppe hoch, gleich sowieso, und da ist dann der Notfall. Und wir schon, oh Mann, oh bitte nicht, ne? Lass sie nicht getroffen sein, ne? Weil wir haben sowas schon mal erlebt oder ich habe sowas schon mal erlebt und das ist nicht schön anzusehen. Vor allen Dingen nicht, weil du dann nachher derjenige bist, der die ganzen Teile aufsammelt. Naja. Auf jeden Fall kommen wir da hoch, kommen direkt aufs Gleis und sehen da schon einen Kollegen von der Bundespolizei stehen, der herzhaft am Lachen ist. Ich gucke meinen Kollegen an, ich sage, was ist denn hier los? Steht so an der Kante zu den Gleisen und ist am Lachen. Der hat Tränen gelacht. Wir denn hin, erstmal, hallo, was ist denn hier los? Gucken so da runter und Tatsache, da liegt einer auf den Gleisen. Guckt mich an, Tach. Ich sage, Tach. Was machen Sie denn da? Ja, sagt er, ja, ich habe irgendwie gar keine Lust mehr und so, ne? Deswegen wollte ich mich hier von der S-Bahn oder U-Bahn oder was auch immer das da war, überfahren lassen. Ich gucke den Sheriff an. Ich sage, okay, habt ihr schon irgendwas rausgefunden? So, ist hier schon Strom, alles abgeklemmt und so? Und dann sagt er, ja, nö, eigentlich dürfte das noch nicht sein, aber vielleicht ja doch. Und das war so schwammig und lach, lach, lach. Ich sage, was ist denn hier jetzt so lustig? Und dann sagt er, ja, hast du nicht mal in die Zeitung geguckt? Ich sage, nee, ich lese keine Zeitung. Nee, hast du auch nicht irgendwie hier im Internet gelesen? Ich sage, was soll ich denn gelesen? Was ist hier los? Der liegt da unten, wollen wir den da nicht mal rausholen irgendwie oder was, bevor da die nächste Bahn kommt? Und dann war das Gelächter riesengroß. Ne, beide Polizisten gelacht. Der da unten lag, hat auch gelacht. Das war eigentlich noch am kuriosesten. Alle haben so da gelacht. Ich sag, wird mich mal einer aufklären, was hier los ist, bevor der Notarzt hier gleich auftaucht. Können wir mal den Töten da unten rausholen? Und dann sagt der eine Sheriff, naja, wissen Sie, das Problem ist, dass die Bahn heute streikt. Da kommt keine. Ich sag, ja, okay, die streikt. Und dann sagt der Typ, der da unten liegt, so, ja, Mensch, scheiße, ich hab mich im Tag geirrt, dass die streikt. Ich hätte mal morgen hierher kommen sollen, sagt er. Steht auf, so als wäre nichts gewesen, krabbelt da hoch, guckt mich an und sagt, naja, ihr müsst mich jetzt hier am E mitnehmen, dann nehmt mich halt eben mit in die Psychiatrie, dann gehe ich da halt eben nochmal hin. Wir den Kerl eingeladen, dann in die Psychiatrie gefahren. Ihr könnt euch wirklich vorstellen, oder ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wir, also mein Kollege und ich, uns in diesem Einsatz gefühlt haben. Wir sind mit so gemischten Gefühlen dahin gefahren. Hoffentlich ist da noch nichts passiert, ja, und mussten zurück und mussten relativ schnell zurück zur Wache, weil wir uns fast in die Hose gepisst haben vor Lachen nach dem Einsatz. Also echt, es gibt Sachen, die kann man einfach gar nicht beschreiben, die man dort erlebt.